Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Aufbau einer Reihenschaltung. Wir besprechen, wofür wir das eigentlich verwenden, warum sie in manchen Situationen die beste Lösung und in manchen Situationen eine katastrophale Lösung ist. Los geht's bei den Klettern Grundlagen. Gleich zu Beginn eine ganz wichtige Info für euch. Wenn ihr nicht zu 100% wisst, was ein Standplatz ist und wofür man den verwendet, dann schaut euch doch einfach mal diese zwei Videos hier an. Die Links dazu findet ihr oben rechts beim i. Hier findet ihr alle Infos zum Thema Seilschaftsablauf, Ablauf in einer Mehrseillänge und was es sonst noch so Wichtiges zu wissen gibt. Jetzt schauen wir uns aber die Reihenschaltung an. Zuerst, was ist eigentlich die Reihenschaltung? Die Reihenschaltung ist eine einfache Methode zum Aufbau eines Standplatzes. Jedoch bringt die Reihenschaltung eine Reihe von Voraussetzungen mit. Ha, damit wir sie überhaupt verwenden können. Da wäre zum einen mal die Fixpunkte. Bei den Fixpunkten für die eine Reihenschaltung brauchen wir zwei Fixpunkte. Und davon müssen beide Fixpunkte definitiv zuverlässig sein. Zuverlässige Fixpunkte sind zum Beispiel Bohrhaken oder auch Klebehaken. Sind zwei solide Fixpunkte verbaut, sind diese meist so versetzt platziert, dass einer ein Stück weiter oben gebohrt ist als der andere. Wir haben also den Standplatz aufgrund der offensichtlichen Situation, also zwei solide Fixpunkte nebeneinander, erkannt. Nun müssen wir uns noch mit dem Material beschäftigen. Wie im letzten Grundlagenvideo erwähnt, müssen wir die beiden Fixpunkte miteinander verbinden, um eine Redundanz zu schaffen. Redundanz heißt nichts anderes als ein Backup haben. Diese Redundanz hat folgenden Sinn. Bricht ein Fixpunkt aus, haben wir immer noch einen zweiten Fixpunkt, der die Last hält. Denn im Gegensatz zur Zwischensicherung wird der Standplatz auch belastet. Beispielsweise, indem man sich selbst in den Stand setzt und dadurch eine Zugbelastung entsteht. Aber natürlich erzeugt auch der Nagsteiger eine Zugbelastung auf den Stand. Würden wir nur einen Fixpunkt haben und dieser ausbrechen, würden wir in diesem Fall also abstürzen. In manchen ungünstigen Situationen sogar den kompletten Berg. Deshalb brauchen wir Ausrüstung und die schauen wir uns jetzt mal schnell an. Das Schöne an der Reihenschaltung ist, dass sie materialtechnisch super leicht und sparsam ist. Zwei Schraubkarabiner und eine 120er Bandschlinge. Die Bandschlinge müssen wir für dieses Unterfangen aber noch vorbereiten. Und das machen wir am besten noch am Vorabend zu Hause oder auf der Hütte, damit wir dann nicht in Stress geraten. Denn in der Bandschlinge brauchen wir ein sogenanntes weiches Auge. Das weiche Auge wird unser Zentralpunkt für wirklich alles. Die Selbstsicherung, die Sicherung des Partners, die Materialkarabiner, einfach alles. Wie man ein weiches Auge macht, das zeige ich euch jetzt mal schnell. Der doppelte Bulin wird deshalb gewählt, weil er das Schlingenmaterial weniger schwächt als andere Knoten. Jedoch möchte ich zur Vollständigkeit erwähnen, selbst wenn man eine Dyneema oder Polyamid, also Nylon-Standplatzschlinge, mittels Sackstich mit weichem Auge ausstattet, ist das für die Praxis unproblematisch. Laut Edelritt-Tests beispielsweise liegen die Haltewerte immer noch jenseits der 12 kN.
Gut, nun haben wir das weiche Auge vorbereitet. Nun hängen wir einen Schraubkarabiner in das weiche Auge und einen Schraubkarabiner in die restliche Schlinge. Man kann diesen Aufbau nun so verdrehen und an den Gurt hängen. Persönlich würde ich das aber nicht empfehlen. Viel einfacher ist es da, wenn man sich diese Schlinge einfach schnappt, die zwei Karabiner zusammenhängt und sich über den Kopf hängt. Dann fädelt man einen Arm durch die Schlaufe und hat sie perfekt und sicher für den Transport während der Seillängen um sich. Kommt man nun also am Stand an, löst man lediglich einen Karabiner vom anderen und hat die Schlinge griffbereit. Dann hängt man gleich den einen Karabiner mit dem weichen Auge in den tiefer gelegenen Bohrhaken. Den Karabiner mit der restlichen Schlinge in den höheren. Nun entsteht hier in aller Regel eine große Schlaufe, also eine hängende Restschlinge sozusagen. Diese Restschlinge müssen wir nun noch loswerden, indem wir diese einfach mit einem Sackstich abknoten und somit kaum noch schlappes Schlingenmaterial letztlich überbleibt. Jetzt zur Frage, wieso das weiche Auge am unteren Bohrhaken sein muss. In dieser weichen Schlinge hängt ja im Prinzip alles drin, euer Gewicht, euer Partner etc. Die Idee hinter der Reinschaltung lautet nun, dass man nur einen Bohrhaken belastet, der andere ist das Backup. Man teilt die Last also nicht zwischen den Bohrhaken auf, da man ja davon ausgeht, dass jeder der zuverlässigen und soliden Bohrhaken absolut sicher ist und somit auch die volle Belastungsgrenze aushält. Der andere Bohrhaken, der obere Bohrhaken, bleibt also unbelastet. Das hängt vor allem mit der Schockbelastung zusammen. Würde man den oberen Bohrhaken für die komplette Last nutzen und dieser würde ausbrechen, dann würde der untere Bohrhaken diese Last auffangen. Dafür muss jedoch erstmal das komplette Gewicht, die komplette Last unter den unteren Bohrhaken rutschen. Das passiert aufgrund der Zugbelastung, dementsprechend ruckartig und plötzlich. Diese Schockbelastung wäre letztlich deutlich höher als eine statische Belastung. Wenn jedoch der eine Bohrhaken ausbricht, kann man nicht davon ausgehen, dass der andere einwandfrei erhält. Daher gilt es in der Praxis, solche unnötigen Zusatzbelastungen tunlichst zu vermeiden. Das kann man letztlich schaffen, indem man den unteren Bohrhaken nutzt. Denn würde dieser ausbrechen, wäre die Schockbelastung auf ein absolutes Minimum reduziert und damit auch das Risiko. Das bedeutet, den unteren Bohrhaken nutzen wir für die Last. Der obere Bohrhaken bleibt unbelastet und dient lediglich als Backup. Im Regelfall bleibt der obere Karabiner also eine ungenutzte Dekoration. Im Ernstfall ist er aber eine große Rettung. Hat man den Stand nun nach diesem Schema aufgebaut, kann man sich erstmal selbst sichern. Darüber haben wir ja bereits im letzten Video zu diesem Thema gesprochen. Danach hängt man die Nachsicherung ein. Danach, wenn der Partner nachgekommen ist, hängt sich der Partner ein. Die Reinschaltung ist damit also erklärt. Sie ist jedenfalls die schnellste, einfachste und beste Methode, um in Pläsiertouren einen soliden Standplatz zu bauen. Es gibt aber Situationen, in denen ist die Reinschaltung gänzlich ungeeignet. Nämlich immer dann, wenn keine zwei soliden Fixpunkte existieren, sondern vielleicht ein solider und ein fragwürdiger. Oder drei fragwürdige. Oder ein solider und zwei fragwürdige. Da heißt es dann, kreativ zu werden und mit neuen Techniken und Ideen anzurücken. Bis zum nächsten Mal aber wünsche ich euch jetzt erstmal eine wunderschöne Zeit und Bergheil!